Guten Morgen. Das letzte Mal haben wir den Abschnitt über Polynome abgeschlossen und ziemlich viel über Polynome gehört, also einigermaßen tief in die Algebra eingestiegen. Ein bisschen abgespaced war das vielleicht am Ende, das ist aber nicht so schlimm. Es kommt jetzt wieder was näher dran ist an dem, was wir im ersten Semester besprochen haben. Wir haben nämlich angefangen, jetzt über Eigenwerte und Eigenvektoren von linearen Abbildungen zu sprechen. Das heißt, es geht jetzt wieder um Vektorräume und um lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen. Und genauer gesagt, genauer gesagt geht es um lineare Abbildungen von einem Vektorraum in sich selbst. Also nicht von V nach W, sondern nur von V nach V. Für die entsprechenden Matrizen, Abbildungsmatrizen, bedeutet es dann, es geht um quadratische Matrizen die nächste Zeit einmal. Da haben wir also so eine Abbildung H von V nach V. Und haben gesagt, was bedeutet es, dass etwas ein Eigenvektor ist. Haben wir Lambda, da hatten wir auch ein Körperelement. Und dann war die Definition V, ja, sagen wir, V aus V. V ist ein Eigenvektor zu Lambda, falls H von V gleich Lambda V ist. Das bedeutet, dass in Richtung von V die Abbildung H wie eine Streckung um den Faktor Lambda wirkt. Und das ist, was man gleich sehen kann und was wir dann das letzte Mal auch aufgeschrieben haben, ist 0 ist immer ein Eigenvektor zu jedem Lambda, denn H von 0 ist Lambda 0 ist 0. Das ist klar. Und ob es jetzt dann auch noch andere Eigenvektoren gibt, das hängt von dem Lambda ab. Also typischerweise ist es so, wenn ich ein H habe, dann hat das manche Eigenwerte und die meisten Lambda sind aber keine Eigenwerte. Eigenwert bedeutet nämlich, dass es außer dem Nullvektor noch einen anderen Eigenvektor gibt. Also Lambda ist Eigenwert von H. Also das hier ist auch von H zu Lambda. Und das hier ist von H, falls es gibt einen Eigenvektor außer 0 und gleich 0. Und wir haben schon Beispiele gesehen. Schauen wir nochmal kurz auf die Beispiele drauf, bevor wir dann fragen, ja, wir wollen dann natürlich wissen, wie rechnet man diese Dinge aus? Zunächst einmal, wenn ich Lambda kenne, wie kann ich die Eigenvektoren zu Lambda ausrechnen? Haben schon gesehen, die bilden miteinander für ein fixes Lambda einen Unterraum von V. Könnte ich mich dann für eine Basis interessieren, das wäre naheliegend. Und im zweiten Schritt werden wir dann sehen, wenn ich das Lambda nicht schon verraten bekomme, wie finde ich die Eigenwerte diese Lambdas für eine gegebene Abbildung und wie viele gibt es davon? Sind es unendlich viele oder können das unendlich viele sein und so? Das werden wir dann heute besprechen. Bevor wir das tun, sollten wir uns aber wirklich klar darüber sein, was diese Begriffe bedeuten. Also jetzt zunächst geht es mal noch nicht darum, wie rechnet man das aus, sondern nur, was wird davon ausgesagt? Gut. Schauen wir also nochmal ein Beispiel an. Ein einfaches Beispiel ist, wenn H von x gleich, also sagen wir, wenn wir V R2 nehmen, H von x gleich 2, 0, 0, 3 x nehmen, dann sehen wir, weil das eine Diagonalmatrix ist, sehr leicht, was die Eigenwerte sind. Also hätten wir zumindest zwei Eigenwerte sehen wir. Und ich kann schon verraten, weitere gibt es nicht, aber zwei sehen wir ebenfalls mal. Eigenwerte von H sind 2 und 3. Ja, und die Eigenvektoren zu diesen Eigenwerten sind zum Beispiel, da gibt es dann eventuell mehrere, aber hier sind das zum Beispiel E1 für 2, der erste Einheitsvektor, weil diese Matrix mal 1, 0 gibt 2, 0, das ist 2 mal E1.
Und der zweite Einheitsvektor für 3, denn wenn ich diese Matrix nehme mal 0, 1, dann kriege ich 0, 3, das ist das Dreifache von 0, 1. Okay, also das stimmt. Und interessanter ist das, wenn ich eine Matrix habe, die nicht in Diagonalform ist, also wenn ich zum Beispiel diese Matrix nehme, die da im Skript steht, 3 minus 1 minus 1, 3. Ja, da sehe ich der jetzt mal erstmal gar nichts an. Hat die überhaupt Eigenwerte? Und wenn ja, welche? Und ja, also ich weiß jetzt noch nicht, wie man es findet, aber wenn ich es gesagt bekomme, kann ich es natürlich leicht überprüfen. Hat Eigenwerte 2 und 4. Das weiß ich jetzt mal. Sagen wir mal, was im Skript steht. Und das überprüfe ich, indem ich, ja, dann muss ich also auch einen Vektor angeben mit Eigenvektor v gleich, ich glaube in dem Fall ist es 1, 1. Okay. Denn, und zum Überprüfen muss ich jetzt nur a mal 1, 1 ausrechnen und dann kriege ich 3 mal 1 minus 1 mal 1, das ist 2. Und minus 1 plus 3 ist auch 2. Also genau, das ist genau richtig. Das ist das Zweifache vom Input. Der Output ist das Zweifache vom Input. Das ist also 2 mal 1, 1. Und drum ist 2 ein Eigenwert von a und 1, 1 ist ein zu 2 gehöriger Eigenvektor für a. Und Lambda gleich 4 hätten wir einen Eigenvektor 1 minus 1. Und das kann ich auch wieder einfach nachrechnen, wenn es mal jemand gesagt hat, dass das so ist, kann ich es überprüfen. Muss ich nur a mal 1 minus 1 rechnen. Was kommt da raus? Habe ich hier 1 mal 1 mal 3 plus minus 1 mal minus 1 ist 4. Und hier minus, ja, minus 1. Minus 3 ist minus 4. Okay, das ist also das Vierfache vom Vektor 1 minus 1. Und das ist das Beispiel, wo wir das letzte Mal am Ende schon geometrisch gesehen haben, was da passiert. Also hier ist die Rechnung, die ich drüben von Hand gemacht habe. Und das ist das, was wir sehen. Das V2 und V4, das sind die Eigenvektoren, die ich behauptet habe. 1 minus 1. Und 1, 1. Und wenn ich schaue, was macht die Matrix A mit der Ebene? Die Ebene als Ganze wird linear irgendwie transformiert. Dann sehe ich, wenn ich in die Richtung schaue von einem Eigenvektor, dann zeigt das Bild davon, von diesem Eigenvektor, immer noch in die gleiche Richtung wie das ist das, was den Eigenvektor zum Eigenvektor macht. Also VA mal V2 ist ein Vielfaches von V2, in dem Fall das Zweifache. Das bedeutet, dass ein Eigenvektor zum Eigenwert 2 ist. Und hier unten ist der andere Eigenvektor, der zeigt auch in die gleiche Richtung, ist dann halt ein bisschen länger, viermal so lang. Das ist, weil hier der Eigenwert 4 ist. Und alle anderen Vektoren, die zeigen, wenn ich, nicht alle anderen, ja, also ich kann jetzt natürlich hier dann was Kürzeres nehmen, dann würde das auch wieder so sein, dass das in die gleiche Richtung zeigt. Wenn ich hier den zum Beispiel nehme, der würde dann so landen, das ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den hier nehme, den hier, den zweiten Einheitsvektor, das wäre also 0, 1, und schaue dann an, wo landet der? Naja, also 0, 1. A mal 0, 1 gibt minus 1, 3. Das ist die zweite Spalte von A. Und das ist nicht ein Vielfaches von 0, 1. Ich kann nicht 0, 1 skalieren und dann erwarten, dass ich bei minus 1, 3 ende. Und das bedeutet, dass das kein Eigenvektor ist. Der zeigt nämlich anschließend in eine andere Richtung. Und bei dem ist es genauso. Dieser erste Eigenvektor zeigt anschließend in diese Richtung hin.
Ja, und wenn man so drauf schaut, dann scheint es irgendwie so zu sein, dass diese beiden Diagonalen in diesem Beispiel hier, die Eigenvektoren genau die sind, deren Pfeilspitze auf der Diagonale liegt. Also irgendwo hier oder irgendwo hier. Hier die, das sind alle die Vektoren, die zum Eigenwert 2 gehören. Und das sind alle, die zum Eigenwert 4 gehören, weil die einen. Die landen hier, die anderen landen hier. Das ist genau die gleiche Richtung wie vorher. Und zwischendrin ist auch klar, was passiert. Was zwischendrin passiert, ist eine Überlagerung, die sich aus der Linearität ergibt. Hier habe ich hier für irgend sowas, wenn ich da irgendeinen nehme, der wird hier sagen, den kann ich sagen, in dem Fall kann ich ja sagen, ich nehme mir eine Basis aus den beiden Eigenwerten, aus den beiden Eigenvektoren. Zum Beispiel ja, die beiden gelben Vektoren. Und dann kann ich mir den hier, den schwarzen, als Linearkombination dieser beiden Vektoren vorstellen. Und wenn ich dann A drauf anwende, dann werden die beiden Komponenten aber unterschiedlich lange gestreckt. Das ist eine Komponente um 4 und die andere um 2. Und darum ist das Ergebnis dann verschoben. Das Ergebnis zeigt dann nicht mehr in die gleiche Richtung, weil nicht beide Komponenten mit dem gleichen Faktor skaliert werden. Okay, was auch noch sein kann, ist, dass das keine Basis, dass die Eigenvektoren keine Basis bilden. Hier hätten wir so einen Fall, wenn wir die Matrix dann nehmen, diese Matrix hier, die hat nur einen Eigenwert, und zwar den Eigenwert 1. Das sehen wir auch wieder am Bild. Das heißt, da muss man natürlich nicht glauben. Später werden wir es aber natürlich rechnerisch auch nachvollziehen können, dass das so stimmt. Was wir sehen, also was die Matrix macht, ist, die macht so eine Verschiebung. Sondern, ja, nicht eine Verschiebung, ist eigentlich eine Scherung. Und die wirkt so, dass sie den Vektor V1 auf sich selbst abbildet. Ja, das sehen wir auch rechnerisch. Also das hier ist der Vektor 0, 1. Und a mal 0,1 ist 0,1. Okay, das ist also ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Den gibt's. So, und jetzt können wir durch das Bild gehen und schauen, gibt es noch irgendwo einen anderen Vektor, wo anschließend in die gleiche Richtung, wo das Bild in die gleiche Richtung zeigt wie der Vektor. Also ich sehe keinen, wenn man jetzt irgendwie den hier nimmt. Der wird dann ein bisschen steiler. Und wenn man den nimmt, der wird ein bisschen mehr so. Oder den, der wird dann auch irgendwie, ja, der wird dann so. Und ich kann dann ziemlich lange suchen. Ich werde immer feststellen, eine Scherung wird jeden Vektor bewegen, außer den Vektoren, die auf der senkrechten Achse liegen. Ja, dann gibt es offenbar in dem Fall weniger Eigenvektoren als in dem anderen Beispiel. Okay. Und was auch noch gibt, also wir interessieren uns jetzt hier hauptsächlich für endlichdimensionale Vektorräume, aber zwischendrin werde ich auch mal ein unendlich dimensionales Beispiel einstreuen, damit wir dann nicht ganz aus der Übung kommen. Nehmen wir jetzt mal eins, zum Beispiel V, den Raum aller beliebig oft differenzierbaren Funktionen, also C unendlich von R nach R. Und nehmen wir H, die lineare Abbildung von V nach V, die jede Funktion auf ihrer Abbildung auf ihrer Ableitung abbildet. Das ist eine lineare Funktion. H ist linear. Und da kann ich jetzt auch wieder fragen, was sind die Eigenwerte und was sind die Eigenvektoren? Das kann ich mir jetzt natürlich nicht mehr geometrisch vorstellen. Und es kommt dann auch was raus, was sich auch geometrisch dann nicht nachvollziehen lässt, aber rechnerisch sehr einfach. Und zwar behaupte ich, jedes Lambda aus R ist ein Eigenwert. Eigenwert von H. Und okay, um das zu beweisen, muss ich halt für jedes Lambda einen passenden Eigenvektor finden, also sei Lambda in R gegeben und betrachte
Vielleicht haben Sie es eh schon gesehen, aber wenn nicht, dann schreibe ich es jetzt hin. Die Funktion f von R nach R, f von x gleich e hoch Lambda x. Dann gilt, dass diese Funktion beliebig oft differenzierbar ist. Die ist also sicher ein Element von V. Und h von f, das ist f', das ist Lambda mal e hoch Lambda x, das ist Lambda mal f. Das heißt, f ist, diese Funktion spielt ja jetzt die Rolle der Vektoren in diesem großen Vektorraum. Und diese Funktion hier ist ein Eigenvektor zu Lambda. Und weil das Lambda beliebig war, gibt es halt für jedes Lambda einen Eigenvektor. Das heißt, jedes Lambda in dem Fall ist ein Eigenwert. Und das ist aber etwas außergewöhnlich. Das haben wir normalerweise nicht. In endlich dimensionalen sage ich gleich schon nochmal dazu, werden es immer nur endlich viele verschiedene Eigenwerte geben. Das hat man ja in der Geometrie schon ein bisschen angedeutet gesehen. Aber im unendlichen Fall unendlich dimensionalen Fall können dann noch andere Dinge auftreten. Okay, dann schauen wir mal an, was wir so zeigen können über Eigenwerte und Eigenvektoren. Hier ist ein Satz, der jetzt noch nicht besonders spektakulär ist, aber das ist nur so ein bisschen zur Eingewöhnung der Begriffe. Denn Eigenwerte und Eigenvektoren sind ziemlich zentrale Begriffe in der linearen Algebra, die uns auch noch länger begleiten werden. Das heißt, da sollten wir wirklich sicher sein, dass wir richtig verstanden haben, was es damit auf sich hat. Deshalb fangen wir da relativ langsam an und beweisen auch, auch diese einfachen Dinge zum dran gewöhnen. Nehmen wir also eine quadratische Matrix und eine Zahl Lambda, also ein Körperelement Lambda. Und ich bezeichne mit E Lambda die Menge aller Eigenvektoren von A zu diesem Lambda. Und die Behauptung des Satzes ist, dass dieses Lambda der Kern ist von der Matrix, die hier drin steht. Das ist das Lambda-fache von der Einheitsmatrix. Und von der ziehe ich das A ab, um das es da geht, das A von hier. Also das hier ist auch wieder eine n-Kreuz-n-Matrix. Und von der Kern, das soll genau die Menge der Eigenvektoren sein zu Lambda. Ein Spezialfall davon haben wir schon gesehen, nämlich den Fall, wenn Lambda gleich 0 ist. Für Lambda gleich 0 haben wir gesagt, der Kern enthält genau die Eigenvektoren zu 0. Haben wir das letzte Mal als Beispiel schon bewiesen. Und das hier ist jetzt nur ein bisschen allgemeiner. Was wir auch schon das letzte Mal uns überlegt haben, ist, dass die Menge der Eigenvektoren zu einem fixen Lambda immer ein Unterraum ist, in dem Fall vom K hoch M, also im Allgemeinen vom V. Das sehen wir hier jetzt dann auch nochmal, weil es ist eben immer so ein Kern. Und Kerne sind immer Unterräume. Okay. Das werden wir nachrechnen. Dann geht der Satz noch weiter und sagt, a ist genau dann invertierbar, wenn 0 kein Eigenwert von a ist. Das können wir gleich abhaken. Das ist hier nur nochmal explizit aufgelistet, weil wir hatten in diesem Satz 27 so eine lange Liste von a ist invertierbar, genau dann, wenn und dann verschiedene Dinge. Zeilenlinear unabhängig, spaltenlinear unabhängig, Determinante nicht 0 und so weiter. Und da kommt jetzt da eins dazu, das sagt, eine Matrix ist genau dann invertierbar, wenn 0 kein Eigenwert ist. Naja, aber das folgt dann direkt aus dem ersten, beziehungsweise aus dem, was wir uns vorher schon überlegt haben, dass der Kern genau die Eigenvektoren zu 0 enthält. Und 0 ist dann ein Eigenwert, wenn es außer dem 0-Vektor noch einen anderen Eigenvektor gibt. Also das heißt, 0 ist Eigenwert, genau dann, wenn E0 nicht einfach nur 0 ist. Nun ist das aber gleich dem Kern von A. Und dann hatten wir eine von den Bedingungen in Satz 27 war eben genau das. Der Kern ist genau dann nicht 0, wenn A invertierbar ist. Dann haben wir das
gleich erledigt. Und das dritte ist auch noch eine relativ leichte Rechnung, die sagt, wenn a invertierbar ist, dann ist Lambda genau dann ein Eigenwert von a, wenn der Kehrwert 1 durch Lambda ein Eigenwert von der inversen ist. Okay, dann schauen wir das an, warum das alles stimmt. Beweis. Erstens. Also was zu zeigen? E Lambda ist gleich Kern von Lambda En minus A. Ja. Na gut, aber das ist relativ einfach. Also da brauchen wir jetzt auch nicht Inklusion rechts, links rum zu machen, sondern das kriegen wir so für alle V aus V gilt, oder hier K auch N gilt. Was bedeutet es, dass das V in E Lambda ist? Das bedeutet, nach Definition von dem E Lambda, bedeutet das, dass das V ein Eigenvektor zu Lambda ist. Das heißt also A mal V ist gleich Lambda mal V. Das ist genau das, was die Menge E, wie die Menge E Lambda definiert ist. Naja, jetzt kann ich das auf die andere Seite bringen. Das ist dasselbe wie A V oder umgekehrt 0 gleich Lambda mal V minus A mal V. Sicher dasselbe. So, und jetzt würde ich das V irgendwie gerne rausfaktorisieren. Das ist aber ein bisschen doof, weil das hier ist eine Zahl und das ist eine Matrix und ich kann nicht eine Zahl minus eine Matrix rechnen. Aber ich kann ja da eine Identitätsmatrix einschmuggeln. Also das ist dasselbe wie Lambda mal In mal V minus A mal V. Und jetzt kann ich sagen, das ist dasselbe wie Lambda In minus A, weil jetzt subtrahiere ich zwei Matrizen voneinander, mal V. Oh, und das ist jetzt aber dasselbe wie zu sagen, V ist im Kern von Lambda In minus A. Weil da steht noch der Nuller. 0 ist gleich diese Matrix angewandt auf V. Ja, das bedeutet, dass das V in dem Kern von der Matrix liegt. Fertig. Jetzt haben wir gesagt, ein Vektor gehört dazu, genau dann, wenn er dazu gehört. Mehr war nicht behauptet. Und das zweite haben wir schon diskutiert. Und das dritte, naja gut, sagen wir, sei V ein Eigenvektor von A zum Eigenwert Lambda. Und dann gilt, naja, einfach direkt nach Definition, A mal V ist gleich Lambda V. So, und jetzt ist das a invertierbar. Das heißt, ich kann das einfach mal a minus 1 drauf multiplizieren, sagen wir zum Beispiel von links. Und dann habe ich v ist gleich a minus 1 Lambda mal v. Das Lambda ist nur eine Konstante. Und Matrixmultiplikation ist zwar nicht kommutativ, aber Konstanten kann ich schon hin und her schieben. Also das kann ich nach da vorne schieben. Dann habe ich das dasselbe wie Lambda mal a hoch minus 1 v. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt teile das noch durch Lambda. Was ist, wenn das Lambda 0 ist? Das Lambda kann nicht 0 sein, weil das a invertierbar ist. Und wir hatten im zweiten gerade gesagt, dass das dasselbe ist. Invertierbarkeit und die Garantie, dass der Eigenwert nicht 0 ist. Das heißt, das ist sicher nicht 0, das ist okay. Und dann haben wir hier, naja, dann haben wir hier 1 durch Lambda mal V ist gleich a hoch minus 1 mal v und fertig. Damit habe ich also gezeigt, wenn ich a hoch minus 1 anwende auf v, dann wirkt das auf dieses v wie eine Streckung um den Faktor 1 durch Lambda. Das heißt, 1 durch Lambda ist ein Eigenwert von a hoch minus 1, sofern Lambda ein Eigenwert von a ist. So, mit dem können wir jetzt mal auf jeden Fall die Eigenvektoren bestimmen zu Eigenwerten, die gegeben sind. Wenn wir das Beispiel A nochmal anschauen von vorher,
Wie war das? Minus 1, 3, 3, minus 1. Ja, genau. Da haben wir gesagt, irgendwer hat uns gesagt, Lambda gleich 2 ist ein Eigenwert und Lambda gleich 4 ist ein Eigenwert. Und wir könnten dann nochmal probieren, ob Lambda gleich 3 auch ein Eigenwert ist. Und das letzte Mal habe ich nicht nur, vorher habe ich nicht nur die Eigenwerte vorgegeben, sondern auch die Eigenvektoren. Jetzt sind wir schon so weit, dass wenn uns wer die Eigenwerte verrät, dann können wir die Eigenvektoren dazu bestimmen. Weil jetzt brauche ich nur zu bilden, hier diese Menge E2, der Unterraum aller Eigenvektoren zu 2, ist gleich der Kern von 2 mal I2 minus A. Das ist übrigens auch dasselbe wie der Kern von a minus 2 in, weil der Kern ändert sich ja nicht von der Matrix, wenn ich die Matrix mit einer nicht nullen Konstante multipliziere und ich habe sie hier mit minus 1 multipliziert. Und das ist ein bisschen unklar, welches von den beiden das Schönere ist. Im Skript verwende ich meistens diese Darstellung, weil die fürs Beweisen handlicher ist. Und zum Rechnen verwende ich aber lieber diese, weil die zum Rechnen handlicher ist, weil sonst müssen Sie in der ganzen Matrix überall die Vorzeichen ändern. Es ist besser, nur auf der Diagonale die Vorzeichen zu ändern. Naja, gut, wie dem auch sei, können wir also hier sagen, was ist das hier für eine Matrix? Das hier, das ist gleich die Matrix. So, jetzt minus 1. Minus 2 mal die Einheitsmatrix, das wäre also minus 3. Da ändert sich nichts, 3. Und hier ändert sich nichts, 3. Und dann hier minus 1, minus 2 mal die Einheitsmatrix, das ist minus 3. Okay. Diese Matrix ist 1, minus 1, 0, 0. Und also äquivalent zu dieser Matrix und aus der kann ich jetzt ablesen, was der Kern ist. Der Kern wird aufgespannt von minus 1, minus 1, beziehungsweise auch von 1, 1. Und damit haben wir den Vektor gefunden, rechnerisch, den wir vorher nur erraten haben. Und hier geht es genauso. E4, das wäre dann der Kern von a minus 4 mal Einheitsmatrix. Oh, ja, okay, was ist das? Also das wäre dann minus 1, minus 4 ist minus 5, das sieht komisch aus. Schauen wir mal. Minus 5, 3, nee, das stimmt nicht. Oh ja, okay. Ja, ich habe die Matrix falsch abgeschrieben. Na ja, gut, das macht nichts. So weit ist es eh immer noch richtig. 3. Genau. 3 minus 5. So. Wenn ich das jetzt aus ja, Gauss drauf anwende, dann komme ich auf 1, 0, 0, 1. Das heißt, das hier ist gleich nur der Nullraum. Und wenn ich die Matrix richtig geschrieben hätte, dann würde sie so aussehen. 3 minus 1 minus 1, 3. Und in dem Fall wäre E4 gleich Kern von A minus 4 In. Das ist dann der Kern von der Matrix. Okay, so jetzt passt es besser. Minus 1 minus 1. Minus 1, minus 1. Diese Matrix ist äquivalent. Das heißt, der Kern ist gleich mit 1, 1, 0, 0. Und das gibt dann 1, minus 1. So, und dann hätte ich Ihnen sonst noch irgendeinen anderen Wert für Lambda genommen, aber da würde dann genau das passieren, was wir hier schon bei der falschen Matrix mit dem Wert 4 gesehen haben. Es kommt dann einfach 0 raus. Dann können Sie also probieren, jedes Lambda, das Sie glauben, dass ein Eigenwert sein könnte, können Sie probieren, ist es ein Eigenwert, indem Sie das E Lambda ausrechnen. Entweder ist es leer, dann ist es kein Eigenwert, oder es ist was drin, dann ist es ein Eigenwert. Das ist aber natürlich keine brauchbare
Lösungsstrategie, denn es gibt ja sehr viele Kandidaten der Körper. Die Körper, über denen wir arbeiten, sind meistens unendlich große Körper, Q oder R oder so. Da kann ich natürlich nicht alles durchprobieren. Aber ich kann mir anschauen, also wie findet man Lambda, ist jetzt die Frage. Lambda in K mit E Lambda ungleich 0. Und das sind genau die Eigenwerte. Beachte, Lambda ist Eigenwert, genau dann, wenn das der Fall ist. E Lambda ungleich 0. Naja, nach dem, was wir bewiesen haben gerade, ist das E Lambda, unabhängig davon, was das Lambda ist, ist das E Lambda immer der Kern von Lambda In minus A. Also gegeben ist eine A. Und gesucht sind alle Lambdas, für die der Raum E Lambda nicht 0 ist. Und dann hatten wir jetzt, also die Frage war, unter welchen Voraussetzungen ist der Kern von einer quadratischen Matrix nicht 0? Und eben hatten wir schon zitiert den Satz 27 aus dem ersten Semester, der uns da verschiedene Kriterien an die Hand gegeben hat. Das ist genau dann der Fall, wenn das Ding hier unten, oder dass diese Matrix hier nicht invertierbar ist. Ja, okay, das ist aber jetzt auch noch nicht so richtig hilfreich. Andere Bedingung wäre, dass die Spalten linear abhängig sind, damit der Kern nicht 0 wird. Da hilft auch noch nicht weiter. Aber dann hatten wir noch eine Bedingung, die wir dann auch später ein bisschen ergänzt hatten, nämlich, dass der Kern von einer Matrix genau dann nicht 0 ist, wenn die Determinante von der Matrix 0 ist. Ja, warum ist das jetzt was Nützliches? Das ist deshalb nützlich, weil die Determinante kann ich auch ausrechnen, wenn ich das Lambda noch nicht weiß. Ich kann einfach das Lambda als eine Variable behalten und rechne einfach diese Determinante aus und dann kriege ich ein Polynom, einen polynomiellen Ausdruck in Lambda. Oh, und das war der Grund, warum wir eben oder vorher in den ersten Stunden zu viel über Polynome geredet haben, weil die da jetzt auftreten. Das heißt, das hier ist ein polynomieller Ausdruck. In Lambda, den ich auch dann, also sozusagen für symbolisches Lambda ausrechnen kann. Muss ich natürlich wissen, wie man die Determinante ausrechnet, aber das haben wir ja besprochen im ersten Semester. Und dann kriege ich einen polynomiellen Ausdruck und die Nullstellen von diesem polynomiellen Ausdruck, das sind genau die Punkte, wo dieser polynomielle Ausdruck 0 wird. Das heißt, die Nullstellen von diesem Polynom sind genau die Eigenwerte von A. Die Nullstellen dieses Polynoms sind genau die Eigenwerte von A. Das war dann ja aber jetzt überraschend einfach. Das müssen wir jetzt nochmal in einem Beispiel nachvollziehen. Nehmen wir wieder die Matrix A. Schauen wir sie gleich richtig an. 3, minus 1, minus 1, 3. Und was würde ich also jetzt machen? Gesucht sind die Eigenwerte. Und schauen wir also an, die det von, und ja, zum Rechnen nehme ich wieder lieber dieses hier. Und ich schreibe dann nicht Lambda, das so nach Variable aussieht, machen wir das lieber mit dem x, mit dem Polynom, so, in. So, das ist also gleich 3 minus x, minus 1, minus 1, 3 minus x. Okay, das kann ich ausrechnen, das ist 3 minus x Quadrat, minus, minus, minus 1. Okay, also da, was ist das dann? Das ist 9 minus 6x plus x Quadrat minus 1, also x Quadrat minus 6x plus 8. Okay, und jetzt müsste das genau sein, x minus 2 mal x minus 4. Und das stimmt auch, weil 2 mal 4 ist 8 und 2 plus 4 ist 6.
Okay, also so haben wir dann, also wir müssen das Polynom faktorisieren können. Okay, das kann natürlich schwierig sein, aber zumindest ist das einmal eine Idee, wie man an die Eigenwerte drankommen kann. Sie rechnen dieses Polynom aus mit der Determinante und dann bestimmen Sie die Nullstellen davon und jede Nullstelle ist genau ein Eigenwert. Das ist also gar nicht so schwer. Wenn das so einfach ist, dann machen wir es gleich noch mit einem anderen Beispiel auch. Ich hatte noch das Beispiel hier, das war so ein Beispiel von so einer Scherung, wo wir gesagt haben, da finden wir jetzt nur einen Eigenwert. Anhand der geometrischen Anschauung. Und jetzt können wir nachrechnen, ob es nicht doch noch einen anderen Eigenwert gibt. Vielleicht ist es einen komplexen oder so, den man im Bild nicht sehen kann. Ist aber nicht so. Gibt tatsächlich keinen. In dem Fall ist det a-x i2, also das ist hier ein 2 kreuz 2 Beispiel, also eine Zweiermatrix, wäre die Determinante 1 minus x, 1, 0, 1 minus x. Oh, das ist klarerweise 1 minus x Quadrat. Oh. Das heißt, 1 ist der einzige Eigenwert von A. Ja, das war aber nur ein Teil der Frage, die wir uns da gestellt haben an dem Beispiel. Wir haben, es könnte jetzt noch sein, dass es zu dem Eigenwert 1 noch einen zweiten Eigenvektor gibt. Das könnte auch sein, das rechnen wir dann vielleicht auch noch aus. Nehmen wir den Kern von der Matrix hier. Naja, also a minus 1 mal i2, das ist dann 0, 1, 0, 0. Aha. Okay, das heißt, der Kern davon, a minus i2. Das ist also die Menge, der Raum aller Eigenvektoren zu 0. Ja, also das ist, ja, da müssten wir hier oben minus 1 Zeile einfügen. Das heißt, das wäre dann 1, 0. Das ist nicht ganz das gleiche Beispiel wie in dem Bild, sondern es ist, glaube ich, um 90 Grad gedreht. Das macht aber nichts. Jedenfalls hat das die Dimension 1. Das ist doof. Ja, die Dimension von E0 ist 1 und es gibt also tatsächlich nicht noch irgendwas anderes in diesem Beispiel. Obwohl das was ist, was in der Ebene stattfindet, gibt es nur einen Eigenwert, nämlich 1. Und für diesen Eigenwert gibt es dann auch nur einen Eigenvektor, 1, 0. Natürlich alle seine Vielfachen, konstanten Vielfachen sind auch Eigenvektoren, aber es gibt nicht noch einen zweiten linienunabhängigen in dem Beispiel. Gibt es nicht. Okay, das kann also auch passieren. Das müssen wir uns dann überlegen, was wir damit machen. Ja, jetzt ist im Beispiel ist im Skript ist noch ein umfangreicheres Beispiel durchgeführt. Haben wir jetzt vielleicht nicht zu machen, aber es ist klar, wie das geht. Also hier, wenn wir eine 3 kreuz 3 Matrix haben, dann würden Sie das natürlich genauso berechnen. Geben da x i minus a rein. Jetzt habe ich es hier tatsächlich wirklich so rum ausgerechnet. Das heißt, hier muss ich aufpassen, da minus, 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 plus. Minus, 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 plus, richtig. Minus, 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 plus, plus, plus. Und die x. Okay, dann rechnen Sie davon die Determinante aus. So Beispiele kommen auch auf Übungsblättern und in Klausuren. Bestimmen Sie alle Eigenwerte und alle Eigenvektoren von der Matrix so und so. Ist es hilfreich, wenn Sie das Polynom, dieses hier, Polynom hier, was da aus der Determinante rauskommt, nicht zu früh expandieren. Weil hier sehen Sie, wenn Sie in dem Beispiel hier die Matrix da nach der ersten Spalte entwickeln, dann kriegen Sie hier einen Faktor. Und das ist gut, den Faktor zu behalten, weil wir wissen ja im Allgemeinen von einem expandierten Polynom nicht so leicht, wie man die Faktoren findet. Das heißt, wenn da einer steht, dann lassen wir den da stehen. Das multiplizieren wir nicht aus. Das wäre schlecht, wenn wir das ausmultiplizieren. Dann hätten wir ein Polynom vom Grad 3. Ja, dann nicht so klar. Aber wenn wir den stehen lassen, dann ist das, was hier dann von dem Rest noch herkommt, nur ein Polynom vom Grad 2.
Und das zu faktorisieren ist dasselbe wie quadratische Gleichungen lösen. Das wissen wir noch, wie das geht. Okay, also in dem Fall haben wir diese Matrix hier hat einen Eigenwert, einen dreifachen Eigenwert, sagen wir dann. Und zwar 2 ist ein dreifacher Eigenwert. Und ja, und man kann den Eigenraum bestimmen, E2, der in diesem Fall hier zweidimensional ist. So, also ich habe jetzt schon gesagt Eigenraum, und ich habe gesagt Vielfachheit, das sind naheliegende Begriffe. Diese Menge, von der wir schon festgestellt haben, dass es ein Raum ist und sogar eine sehr explizite Darstellung haben, die Menge aller Eigenvektoren zu einem gegebenen Lambda, das nennt man den Eigenraum zu Lambda. Und das ist genau dann der Nullraum, wenn das Lambda kein Eigenwert ist. Okay? Dann die Vielfachheit des Eigenwerts ist so definiert wie die Vielfachheit der entsprechenden Nullstelle in diesem Polynom hier. Na, und dieses Polynom, das braucht dann auch noch einen Namen. Das nennt man das charakteristische Polynom. Das charakteristische Polynom von A, das hier ist das ist kein X, das ist ein Chi, ein griechischer Buchstabe Chi. Chi für charakteristisch. Ja? Charakteristische Polynom ist die Determinante, die wir da oben auch schon betrachtet haben, dessen Nullstellen genau die Eigenwerte sind. Und jetzt haben wir zuletzt viel über Polynome geredet und gesehen, dass die sich nicht immer komplett faktorisieren lassen. Ja, mit komplett faktorisieren meine ich, so dass alle Faktoren so vom Grad 1 sind. Das geht nur, wenn der Körper algebraisch abgeschlossen ist. Und das haben wir jetzt meistens nicht. Außer wenn man über C rechnen will. Aber dann ist die Frage, wie rechnet man über C? Und dann muss man dann mit Näherungsdingen rechnen. Das ist alles mit Problemen verbunden. Eine interessante Sache ist aber das charakteristische Polynom. Ich kann ja immer, ich habe eben gesagt, es gibt immer dieses Prinzip des algebraischen Abschlusses. Da haben wir zwar nicht genau gesehen, wie das gemacht wird und wie das konstruiert ist, aber ich habe Ihnen gesagt, zu jedem Körper können Sie sich vorstellen, dass es irgendwo einen größeren Körper gibt, so wie C ein größerer Körper für R ist, und der größere Körper ist algebraisch abgeschlossen. Das heißt, in der Theorie können Sie jedes Polynom immer zerlegen, nur liegen halt die Nullstellen eventuell in einem größeren Körper. Und wenn ich jetzt das charakteristische Polynom nehme, dann kann ich mir also vorstellen, naja, also das wird dann irgendwie so aussehen. X, Xi, eventuell sind manche von diesen Xis, man kann sie auch Lambda bezeichnen, das sind ja für gewisse Lambda 1 bis Lambda n, die eventuell in einem größeren Körper als K leben. Ja, und das ist so ein Teil der Schwierigkeit, warum das Faktorisieren so schwierig ist, dass man nicht weiß, wo man nach den Nullstellen suchen muss. Andererseits, und ja, und hier ist es nicht notwendigerweise paarweise verschieden. Also ich mag hier keine Exponenten hinschreiben und deshalb lasse ich zu, dass manche Lambdas gleich sind, auch wenn sie verschiedene Indizes haben. Und wenn ich das jetzt ausmultipliziere, dann wird das sehr unübersichtlich, wenn ich nicht weiß, was die Lambdas sind. Aber ich weiß, es würde mal anfangen mit x hoch n. Das ist noch relativ klar. Und das nächste, was daraus, der nächste Term müsste sein, ja, dann kriege ich für jeden Faktor einen Beitrag, wo ich aus dem Faktor das Lambda nehme und aus allen anderen das x. Dann kriege ich also hier Lambda 1 plus 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 Lambda n mal x hoch n minus 1. Oh, und dann, naja, und dann wird es ein bisschen unklar, wie es dann weitergeht. Dann muss ich jedes zweite nehmen. Das mag ich dann nicht mehr so hinschreiben. Aber das letzte ist dann wieder einfach. Das letzte ist dann minus 1 hoch n mal. Und
x hoch 0 hat also das, wo ich immer das Lambda nehme beim Ausmultiplizieren. Und mit Minus davor gibt es das minus 1 hoch n mal dem Produkt von den Lambdas. Mal x hoch 0. Also hier Punkt, Punkt, Punkt und dann der. So kann ich ein Polynom immer ausfaktorisieren, ausmultiplizieren. Und andererseits weiß ich aber ja, dass, wie das Ding hier definiert ist. Das ist det von, det von xin minus a. Und ich kann jetzt aus der Determinantenformel auch mir herausfinden, wie das aussieht. Also ich werde beim Entwickeln auf jeden Fall natürlich auch, es muss ja mit x hoch n starten und das kann ich beim Entwickeln der Determinante mir auch überlegen, dass das mit x hoch n starten muss, das Polynom. Und dann kann man sich überlegen, dass das, was dann als zweiter Term kommt, ist die Summe der Diagonalelemente. Also nennen wir die vielleicht a11 plus 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 ann. Also das A ist so eine Matrix, sondern hier auf der Diagonale stehen die, die hier dann aufsummiert werden und im charakteristischen Polynom dort den zweithöchsten Koeffizienten bilden. Okay, und dann kommen wieder ein paar Koeffizienten, wo ich nicht so richtig weiß, wie die aussehen. Und den letzten kann man aber auch wieder angeben, das ist sehr witzig. Denn der letzte ist dann, wenn das x 0 ist, wenn ich mir das x ersetzt durch 0 vorstelle, dann ist das einfach die Determinante von minus a. Dann kann ich das Minus rausziehen, das ist minus a n und dann ist das einfach da die Determinante. Und warum sage ich das? Weil die Determinante, die liegt in dem Körper, über dem auch das a erklärt ist. Das hier ist ein Produkt von Lambdas und die Lambdas selbst leben eventuell in einem größeren Körper. Auf die haben sie nicht unbedingt einen Zugriff, aber sie wissen auf jeden Fall, das Produkt aller Eigenwerte, wenn sie mehrfache Eigenwerte mehrmals in das Produkt reinschreiben, das Produkt der Eigenwerte ist die Determinante. Und die Summe der Eigenwerte, auch wenn jeder Eigen, hier auch das wieder sehr überraschend ist, die Summe der Eigenwerte, jeder Eigenwert ist eventuell in einem größeren Körper, aber wenn Sie die Summe bilden, die Summe lebt in einem kleinen Körper und die Summe ist gleich mit der Summe der Diagonalelemente. Naja, und das ist ja auch was in dem Körper lebt, über dem das A erklärt ist. Das hier nennt man die Spur. Na, die Spur von A. Also wir haben die Spur von A ist erstens die Summe der Diagonalelemente und zugleich die Summe der Eigenwerte. Das ist ja eine. Und das andere, was wir hier sehen, ist, das Produkt der Eigenwerte ist genau die Determinante von A. Okay? Gilt für jede quadratische Matrix. Und das ist nützlich, weil die Spur und die Determinante, das sind Dinge, die können Sie ausrechnen, ohne große Schwierigkeiten. Auch dann, wenn Sie das charakteristische Polynom nicht faktorisieren können. Weil hier habe ich jetzt nur gesagt, ja, die heißen irgendwie, aber ich habe sie nicht konkret persönlich gekannt, diese Lambdas. Und trotzdem kann ich zeigen, oder kriege ich raus, die Spur und die Determinante, die kann ich auf jeden Fall ausrechnen. Na gut, dann schauen wir weiter. Jetzt. Was können wir weiter sagen über das charakteristische Polynom und die Zusammenhänge zwischen charakteristischem Polynom und Eigenwerten und Eigenräumen? Nehmen wir also wieder eine Matrix, eine quadratische, und nehmen wir das charakteristische Polynom Chi dieser Matrix. Oh, okay, und dann haben wir gesagt, ein Element des Körpers Lambda ist genau dann ein Eigenwert von A, wenn es sich um eine Nullstelle von Chi handelt. Das wissen wir schon, das haben wir ja, so haben wir das ja gerade definiert, dass das so hinhaut. Das Argument ist das mit der Determinante, haben wir vorher besprochen. Die Determinante ist genau dann 0, wenn der Kern nicht 0 ist und der Kern ist der Eigenraum. Und wenn der Eigenraum nicht 0 ist, dann handelt es sich um einen Eigenwert. So ist die Kette. Das zweite ist, das charakteristische Polynom interessiert sich nicht dafür, ob Sie einen Basiswechsel machen. Also wenn Sie irgendeine invertierbare Matrix nehmen, T, und Sie schauen sich das charakteristische Polynom von dieser
Matrix an. Das ist die Matrix, die Sie kriegen, wenn Sie einen Basiswechsel machen, bei k hoch n, und zwar auf beiden Seiten mit derselben Basis. Und diese Matrix hier hat dasselbe charakteristische Polynom wie die Matrix A. Das werden wir gleich nachrechnen. Und das dritte ist eine interessante Strukturaussage, und zwar sagt die etwas darüber aus, wie groß die Eigenräume sein können. Nämlich ist die Dimension des Eigenraums beschränkt durch die Vielfachheit des entsprechenden Eigenwerts als Nullstelle, ja, oder die Vielfachheit als Eigenwert, und das war ja definiert als die Vielfachheit der entsprechenden Nullstelle im charakteristischen Polynom. Okay, also das erste haben wir schon diskutiert. Das zweite rechnen wir schnell nach. Das ist nicht so schwer. Und beim dritten, das ist dann ein etwas interessanterer Beweis, da müssen wir dann schauen. Also, was wollen wir zeigen? Sagen wir B oder sagen wir A Schlange ist gleich T hoch minus 1 AT. Und was ist das charakteristische Polynom? Ich schreibe es nochmal so, das charakteristische Polynom von A Schlange ist definiert als die Determinante von x mal in minus a Schlange. Gut. Und das ist aber jetzt definiert als die Determinante, oder das ist, ja, das ist gleich, die Determinante x in minus, und dann so wie es da definiert ist, t hoch minus 1 at. So, und die Einheitsmatrix hier, da kann ich t hoch minus 1 und t dran multiplizieren, die heben sich ja gegenseitig weg. Also da habe ich irgendwie, so wie wenn ich rechnen würde, plus 5 minus 5, da ändert sich nichts. Ich habe das da mit t multipliziert und mit t hoch minus 1, und die Einheitsmatrix dazwischen ist sowieso neutral. Das heißt, das ist sicher richtig, wenn ich das da ersetze. Und dann das x hier. Das ist ja ja, was ist das? Das ist ja ein Element des Polynomrings, aber das ist ja keine Matrix, sondern das ist wie das Lambda, das ist eine Konstante, das ist eher vergleichbar mit einem Element des Grundkörpers. Das heißt, das kann ich da reinziehen, das kommutiert. Matrixmultiplikation, wissen Sie ja, kommutiert nicht im Allgemeinen, aber wir haben eben das auch schon mal verwendet, im früheren Beispiel, früheren Beweis. Ein Lambda kann ich an einer Matrixmultiplikation von beiziehen und ein x auch. Deshalb ist das hier die Determinante von t hoch minus 1 mal x mal in mal t minus t hoch minus 1 at. Und das ist jetzt dann ganz langsam t hoch minus 1 mal x in minus a mal t. Und jetzt wissen wir, die Determinante ist multiplikativ. Das heißt, das ist die Determinante von t hoch minus 1 mal die Determinante von x in minus a mal die Determinante von t. Und dann wissen wir jetzt auch noch, das hier ist 1 durch die Determinante von t. Das heißt, der kürzt sich mit dem weg, der mit dem. Und das wissen wir, das ist das charakteristische Polynom von a. Und dann habe ich gezeigt, das charakteristische Polynom von A Schlange ist gleich dem charakteristischen Polynom von A. Gut, das war einfach, das war nur nachzurechnen. Jetzt das dritte, was war jetzt das dritte nochmal? Zu zeigen ist hier, oder die Behauptung des dritten Teils des Satzes ist, die Dimension von E Lambda ist kleiner gleich die Vielfachheit von Lambda in also als Nullstelle von chi. Das heißt, zu zeigen ist, falls für d, wenn ich d die Dimension hier nehme, dem E Lambda gilt. So, wie kann ich das jetzt sagen, dass das Lambda mindestens eine d-fache Nullstelle ist? Ja, kann ich mit Teilbarkeit sagen? Kann ich sagen, x minus Lambda hoch d ist ein Teiler von chi. Weil das bedeutet, dass in der Faktorisierung von chi
dass x minus Lambda mindestens den Exponenten d hat, wenn das so sich teilen lässt. Das müssen wir zeigen. Ja, da haben wir eine Idee, wie man das macht. Und die Idee ist, wir machen uns einen Basiswechsel und wir haben ja vorher gerade gezeigt, dass dem charakteristischen Polynom Basiswechsel egal sind. Das heißt, wenn wir wenn wir einen Basiswechsel machen wollen und machen können, sodass das danach stimmt, dann stimmt es jetzt auch, weil das Chi ändert sich bei einem Basiswechsel nicht. Okay, das ist jetzt die Idee. Jetzt müssen wir nur eine gute Basis finden. Und was wir wissen ist, dass die Dimension von diesem Raum hier d ist. Dann könnte ich also mal eine Basis von dem hier nehmen. Also sein V1 bis Vd in V oder in Kn eine Basis von E Lambda. Die sind dann natürlich linear unabhängig, sonst könnten sie keine Basis bilden. Und sein Vd plus 1 bis Vn in K hoch n so, dass die miteinander V1 bis Vd und Vd plus 1 bis Vn eine Basis von K hoch n ist. Das ist der Basisergänzungssatz. Ich kann jede linear unabhängige Menge, zum Beispiel die Menge dieser Vektoren hier, zu einer Basis des Raums, in dem sie leben, also zum K hoch m, ergänzen. Und das kann ich eventuell in mehreren Varianten machen. Und von allen diesen wähle ich hier irgendeine Variante aus. Okay, und dann ist das hier eine Basis. Und ich nehme jetzt eine Basiswechselmatrix, die mir die Standardbasis in diese Basis übersetzt. Nehmen wir T gleich V1, also so zu lesen, Vd und ja, bis zu Vn. Also das ist n kreuz n. Und betrachte, also sei das. Und betrachte A Schlange gleich. So, und jetzt muss ich überlegen, in wie rum. Probieren wir es mal so rum. T hoch minus 1 A T. Also dann gilt, jetzt wissen wir, das charakteristische Polynom von A, das ist das, was uns interessiert, ist nach dem, was wir vorher bewiesen haben, das gleiche wie das charakteristische Polynom von A Schlange. Und ich hoffe, dass ich es jetzt so gemacht habe, dass wenn ich mir überlege, wie diese Matrix hier aussieht, dass ich dann etwas aussagen kann über die Vielfachheit von dieser Nullstelle im charakteristischen Polynom von A Schlange. Und das ist ja, wie gesagt, dasselbe wie das von A. So, dazu müssen wir schauen, was passiert. Ja, was passiert, wenn ich, ja, dann gilt. Ja, jetzt. Ja, ich weiß nie, wie rum ich es machen muss. Schauen wir, ob ich es diesmal richtig habe. Was passiert, wenn ich A Schlange von E1 betrachte, also E1 ist der erste Basisvektor, dann ist das gleich t hoch minus 1 mal a mal t. So, E1 mal t ist die erste Spalte. Das ist also t hoch minus 1, aha, da habe ich es richtig gemacht. Na gut, kann ja nicht immer falsch sein. A mal V1. Und okay, und jetzt weiß ich aber, dass t oder das a hat V1 als Eigenvektor, denn so war die ersten d waren ja so gewählt, dass das Eigenvektoren zu Lambda waren. Das heißt, das hier ist Lambda mal V1.
Nun kann ich das Lambda nach vorne ziehen, kriege ich Lambda mal t hoch minus 1 v1. Okay. Und t hoch minus 1 mal v1, was ist das? Naja, wir haben t mal e1 gleich v1, ne? Dann muss t hoch minus 1 v1 gleich e1 sein. Das heißt, das ist Lambda mal e1. Also das heißt, e1 ist Eigenvektor von A Schlange zum Eigenwert Lambda. Oh, und das gilt dann nicht nur für 1, sondern das gilt für 2, 3, 4, 5 bis d. Also kann ich hier auch i draus machen, würde genauso gelten. I. Und das gilt für i von 1 bis d. Und was sagt uns das über die Struktur von A Schlange? Naja, wir hatten vorher schon als Beispiele für Eigenwerte und Eigenvektoren gesehen, dass die Einheitsvektoren dann Eigenvektoren sind, wenn die Matrix diagonal ist. Und so ähnlich sieht man das hier jetzt auch. Das A-Schlange muss deshalb die Form haben. Das ist ja, also daraus folgt, dass das A-Schlange folgende Form haben muss. Also das ist irgendwie so eine n kreuz n Matrix. Aber es muss jetzt so sein, dass wenn ich den ersten Einheitsvektor drauf multipliziere, stellen Sie sich hier vor, 1, 0, 0, 0, 0 wird da drauf multipliziert. Das heißt, dann kriege ich hier einfach die erste Spalte und ich habe gesagt, das muss dann Lambda mal der erste Eigenheitsvektor sein, das heißt, das muss dann Lambda mal ein Lambda 0, 0, 0, 0, 0 sein, richtig? Ja, genau. Und für das zweite und das dritte und das vierte geht es genauso. Das heißt, das fängt hier an wie eine Diagonalmatrix, und zwar für die ersten d-Spalten. So, Lambda 0, 0, 0, 0, dann geht es dann hier eventuell noch weiter. Und für die restlichen, die ich hier als mit Basisergänzungssatz dazu über die weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass das insgesamt dann noch invertierbar ist, das t, so wie die gewählt sind, aber ansonsten brauchen die keine weiteren Eigenschaften zu haben. Das heißt, hier steht irgendwas, weiß ich nicht. Unklar. Das macht aber auch nichts. Das brauche ich nicht zu wissen, was das ist, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, was ist mit der Determinante von a von x in minus a Tilde. Die ist ja jetzt so, dass das x in hier auch auf der Diagonale abgezogen wird und alles andere bleibt unberührt und rechts halt wird es auch noch abgezogen, das ist aber nicht so schlimm. Also das wäre x minus Lambda. X minus Lambda. Hier 0, da 0. Da überall auch 0 und hier irgendwas. Aha. Und jetzt aber kann ich die Determinante ausrechnen mit Laplace-Entwicklung nach der ersten Spalte. Nach der ersten Spalte kriege ich x minus Lambda mal die Untermatrix hier, Unterdeterminante, die aber auch wieder so aussieht, dass die oben x minus Lambda hat und ich kann die auch wieder nach der ersten Spalte entwickeln, kriege ich einen zusätzlichen Faktor. Insgesamt kann ich das d mal machen. Habe ich x minus Lambda hoch d mal die Determinante von, naja, von dem Teil hier noch. Von irgendwas. Und das hier weiß ich nicht, was das ist, aber ich weiß, das ist auf jeden Fall irgendein Polynom. Und dann bin ich fertig, weil das hier ist chi. Ich habe also gezeigt, chi ist das hier mal ein Polynom. Also, habe ich also gezeigt, x minus Lambda hoch d teilt chi. Fertig. Okay, also das war jetzt dann mal wieder ein Beweis, wo man ein bisschen lineare Algebra gebraucht hat. Wir haben hier Basisergänzungssatz verwendet und Basiswechsel haben wir verwendet. Und wir haben Eigenschaften der Determinante verwendet. Also
Und also das ist eine Aussage, die jetzt nicht komplett offensichtlich ist. Okay. Dann, das nächste ist jetzt motiviert durch die Beobachtung, die wir gemacht haben, dass das charakteristische Polynom, das uns anzeigt, welche Eigenwerte eine Matrix hat, invariant ist unter einem Basiswechsel. Das heißt, wenn ich einen Basiswechsel mache, dann ändert sich das charakteristische Polynom nicht. Und okay, das motiviert jetzt die folgende Definition. Für zwei quadratische Matrizen sagt man, diese Matrizen sind ähnlich zueinander, falls ich sie durch einen Basiswechsel ineinander überführen kann. Wobei ich aber rechts und links denselben Basiswechsel mache. Das heißt, die sind dann ähnlich, wenn es eine Matrix T gibt, die invertierbar ist, sodass ich die eine Matrix schreiben kann als T hoch minus 1 AT. Und wenn das so ist, dann schreibe ich das so. Und dann sagen wir, eine Matrix ist diagonalisierbar, wenn sie zu einer Diagonalmatrix ähnlich ist. Eine Diagonalmatrix ist natürlich so eine, die nur auf der Diagonale nicht nulle Einträge hat. Okay, und wenn das A durch einen Basiswechsel in so eine Form gebracht werden kann, wenn sie also ähnlich zu einer Diagonalmatrix ist, dann sagen wir, sie ist diagonalisierbar. Warum ist das interessant? Na, weil für solche linearen Abbildungen haben wir schon sehr, sehr genau verstanden, wie die Geometrie ist. Die Geometrie heißt einfach, eine solche lineare Abbildung ist einfach eine Überlagerung von verschiedenen Streckungen. Eine Streckung um den Faktor d1 in eine bestimmte Richtung, d2 in eine andere Richtung, d3 in eine dritte Richtung und so weiter. Also wenn es diagonalisierbar ist, dann wissen wir, was die lineare Abbildung tut. Und wenn man das der Matrix nicht direkt ansieht, weil sie nicht diagonal ist, dann ist der Grund der, dass da ein Basiswechsel dazwischen geschaltet gehört. Oh, okay. Was uns jetzt interessiert ist, können wir das irgendwie charakterisieren? Können wir das rausfinden, ob eine Matrix, eine gegebene Matrix, n kreuz n, ob die diagonalisierbar ist? Ja oder nein? Und die zweite Frage, die wir dann danach untersuchen müssen, ist, ja, was müssen wir uns vorstellen, wenn sie nicht diagonalisierbar ist? Was bedeutet das dann geometrisch? Was kann eine Matrix dann sonst noch tun? Oder sind vielleicht alle Matrizen diagonalisierbar? Das könnte ja natürlich auch noch sein. Okay. Also, die Notation hat es wahrscheinlich schon vorweggenommen. Die Ähnlichkeit von Matrizen ist eine Äquivalenzrelation. Das brauchen wir jetzt aber nicht zu beweisen, sondern das können Sie selbst nachvollziehen, wenn Sie wollen. Das ist relativ einfach. Interessant ist jetzt der nächste Satz. Der nächste Satz gibt uns eine Charakterisierung der Diagonalisierbarkeit. Also es geht so, wir nehmen eine Matrix A und wir nehmen an, das charakteristische Polynom zerfällt in Linearfaktoren. Das heißt, das faktorisiert vollständig. Sie können auch annehmen, dass Sie über C rechnen, dann ist das auf jeden Fall immer gegeben. Aber das wäre ein bisschen viel angenommen. Also, Sie können irgendwo rechnen, müssen nur halt jetzt eine Matrix A annehmen, für die das charakteristische Polynom sich so komplett faktorisieren lässt. Und dann sind folgende Aussagen äquivalent. Erstens, A ist diagonalisierbar. Zweitens, die Dimension der Eigenräume sind genau die Vielfachheiten der Eigenwerte. Also wir wissen, wir hatten vorher schon gezeigt, die Dimension von E Lambda I ist kleiner gleich μ I. Das gilt immer. Das war das, was wir gerade gezeigt haben. Und wenn die alle exakt gleich sind mit der Vielfachheit, dann ist das dasselbe, wie wenn es diagonalisierbar ist. Das dritte ist,
Sie können den Raum, in dem das alles sich abspielt, darstellen als eine direkte Summe der Eigenräume. Das ist das, was hier steht. Der Raum ist eine direkte Summe der Eigenräume. Also wieder, das ist nicht einfach nur wahr, sondern das gilt genau dann, wenn A diagonalisierbar ist. Und die vierte Bedingung ist, dass der K hoch n eine Basis hat, wo alle Basiselemente Eigenvektoren sind. Und das fünfte sagt jetzt, macht die Diagonalisierbarkeit noch präziser und sagt, naja, wie sieht denn die Diagonalmatrix aus? Und es sagt, es steht auf der Diagonalmatrix stehen genau die Eigenwerte von A. Und zwar jeder so oft, wie seine Vielfachheit ist. Also das hier ist so zu lesen wie eine Block-Diagonalmatrix. Das I μ 1 ist eine Einheitsmatrix der Größe μ i Kreuz μ i. Die wird mit Lambda 1 multipliziert. Das heißt, das ist dann ein Block von μ 1 vielen Lambda 1en. Und genauso hier und da und da. So steht es da. Okay, da müssen wir uns jetzt da durcharbeiten, durch diesen Beweis, um zu zeigen, dass das alles zueinander äquivalent ist. Okay, und hier ist ein Vorschlag, wie man vorgehen könnte. Wir könnten sagen, wir gehen 1 nach 4, 4 nach 5, 5 nach 1. Okay. Gut, schauen wir an. Beweis. Also, was haben wir gesagt? 1 nach 4. Das heißt, in dem Fall wissen wir, A ist diagonalisierbar. Und zu zeigen ist, A hat eine Basis, die nur aus Eigenvektoren besteht. Okay, das ist relativ einfach. Die meisten sind einfach in diesem Beweis. Also A ist diagonalisierbar. Daraus folgt, es gibt eine invertierbare Matrix, seine Basis-6-Matrix. Und es gibt irgendwelche Lambda 1 bis, na, Lambda ist jetzt schon vergeben. Was machen wir noch? Alpha 1 bis Alpha n in K, sodass T minus 1 AT gleich die Diagonalmatrix Alpha 1 bis Alpha n ist. Nennen wir die mal D. Okay, so wähle als B1 bis BN die Spalten von T. Das geht. Das T ist invertierbar. Das heißt, diese Bs sind dann eine Basis. Dann ist diese Menge hier sicher eine Basis. Und ich bin fertig, wenn ich zeigen kann, dass diese Bs alle Eigenvektoren sind. Okay. So, jetzt haben wir aber hier was über das T, was wir wissen. Das können wir dann jetzt einsetzen. Und zwar wissen wir, wir können das auch so schreiben. AT ist gleich, und ich muss dann jetzt hier T mal D rechnen. Oh, okay, und was heißt das hier? Das hier heißt A mal B1 bis BN. Und das heißt hier B1 mal BN mal die Diagonalmatrix Alpha 1 bis Alpha N.
So, und jetzt wissen wir, was das hier ist. Das A multipliziert sich einfach auf jede Spalte drauf. Das ist, wie Matrix-Vektor-Multiplikation funktioniert, oder Matrix-Multiplikation in dem Fall. Also das hier ist A, B1 bis A, Bn. Und hier multipliziere ich von rechts mit einer Diagonalmatrix. Das hat den Effekt, dass jede Spalte von der Matrix hier vorne mit dem entsprechenden Alpha multipliziert wird. Das heißt, das hier ist Alpha 1 B1, Alpha n Bn. Und fertig. Daraus folgt, für alle i gilt A mal Bi ist gleich Alpha i Bi. Und daraus folgt, alle Bi sind Eigenvektoren. Fertig. Dann die von 4 nach 5. 4 nach 5 geht so. Jetzt wissen wir, es gibt eine Basis aus Eigenvektoren. Etwa B1 bis Bn. Und zu zeigen ist, dass A ist ähnlich zu dieser Matrix, die da oben in dem im Satz steht. Okay. Also wir wissen, es gibt eine Basis von Eigenvektoren. Oh, ja, okay. Das ist auch relativ einfach. Also wir machen jetzt quasi dasselbe wie vorher, nur rückwärts, um zu gucken, dass das überhaupt einmal diagonalisierbar ist. Also wähle T gleich B1 bis Bn und beachte und sein Alpha 1 bis Alpha n, die zu B1 bis Bn gehörigen Eigenwerte. Und dann gilt, also was ist t noch minus 1 a t. Naja, wir wissen, das hier ist gleich, das ist t hoch minus 1 mal Alpha 1 B1, Alpha n Bn. Okay. Das ist gleich, so, und jetzt, das ist t hoch minus 1 Alpha 1 B1, t hoch minus 1 Alpha n Bn. Und das hier ist, ja, das ist wieder eine Konstante, kann ich nach vorne ziehen, ist also Alpha 1 T hoch minus 1 B1, Alpha n T hoch minus 1 Bn. Und das ist, oh ja, und das weiß ich, das hier ist E1, genau wie oben, das gleiche Argument. Das heißt, das hier ist dann, ah, das ist jetzt die Matrix, die in der ersten Spalte das Alpha-Einsfache vom ersten Einheitsvektor hat und in allen anderen Spalten entsprechend. Die letzte Spalte ist das Alpha-N-fache vom n-ten Einheitsvektor. Das heißt, das hier ist die Diagonalmatrix mit den Einträgen Alpha-1 bis Alpha-N. Und daraus folgt jetzt das charakteristische Polynom. Also wir wissen schon, das charakteristische Polynom von A ist gleich dem charakteristischen Polynom von dieser Diagonalmatrix, weil die ja beiden Matrizen so miteinander zusammenhängen.
Und letzteres ist aber sofort anzuschreiben, das ist x minus a1, Alpha 1 mal x minus Alpha n. Während das andere, das wissen wir, das ist aus dem Satz gegeben, dann haben wir x minus Lambda 1 hoch μ 1 mal x minus Lambda, was war das, k viele oder? Ja, Lambda k, μ k. Und jetzt können wir verwenden, dass wir das letzte Mal gezeigt haben, die Faktorisierung eines Polynoms ist eindeutig. Das heißt, die Lambdas hier müssen die die Alphas hier müssen die Lambdas sein. Und diese Alphas sind eventuell nicht paarweise verschieden. Tatsächlich muss jedes Lambda 1 hier μ 1 oft vorkommen unter diesen Alphas und umgekehrt. Also daraus folgt, also wegen Satz so und so, folgt, dass das unter Alpha 1 bis Alpha n jedes Lambda i genau mü i mal vorkommt und sonst nichts. Also jedes Alpha ist eins von den Lambdas und jedes Lambda kommt genau mü i mal vor. Sonst nichts. Und das sonst nichts folgt auch daraus, dass es sonst sich zahlenmäßig nicht ausgeht, weil das hier sind ja n Stück, n Alphas. Und die Summe der Mu's ist der Grad vom charakteristischen Polynom, das ist auch n. Das heißt, wenn jedes Lambda i genau mu i mal vorkommt, ja, dann kann es auch kein anderes Alpha mehr geben. So, und dann sind wir fast fertig, weil was wir zeigen wollten, ist, dass dass das a ähnlich ist zu dieser Diagonalmatrix. Und wir haben jetzt schon nachvollzogen, dass die Anzahlen stimmen, also dass die Einträge stimmen. Jedes Lambda i kommt genau μ i mal vor auf der Diagonal. Das haben wir verstanden. Die Behauptung, die hier steht, ist ein bisschen mehr noch, nämlich dass ich sie sortieren kann. Dass ich also die ersten Lambdas zuerst und dann die zweiten Lambdas und dann die dritten Lambdas und so weiter. Das habe ich jetzt noch nicht. Das kann ich aber leicht arrangieren. Der Rest folgt, oder die Behauptung folgt, durch die Feststellung, indem man beobachtet, dass man so eine Diagonalmatrix. In so einer Diagonalmatrix können Sie beliebig die Einträge permutieren. Und kriegen dann immer eine ähnliche Abbildung. Dann nehmen Sie als T eine Permutationsmatrix. Die kommt auf beide Seiten. Das heißt, erstmal sortiert die von der einen Seite die Spalten um. Dann haben Sie keine Diagonalmatrix mehr. Aber dann machen Sie genau das Entsprechende mit den Zeilen. Und dann werden die Zeilen umsortiert und dann ist es wieder eine Diagonalmatrix und der Effekt von beiden zusammen ist, dass sie einfach die Diagonaleinträge permutiert haben. Also das können Sie, wenn Sie es nicht glauben, können Sie es nachrechnen. Für jede Permutation, jedes Pi in Sn. Okay, und das heißt, es hat dann gereicht, was wir vorher uns überlegt haben, dass die Anzahlen stimmen, weil umsortieren kann ich sie dann nach Belieben, zum Beispiel so, wie es da steht. Und dann haben wir das erledigt, das haben wir auch erledigt, und jetzt müssen wir von 5 nach 1, da ist nichts zu zeigen, weil a ist diagonalisierbar, heißt genau, a ist ähnlich mit einer Diagonalmatrix und das hier ist eine Diagonalmatrix. Ja, okay, dann muss das so sein. Oh, jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Es gibt noch 2 und 3. Dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Dann schauen wir uns das noch an. Also was wäre von 2? Machen wir das vielleicht in eine andere Farbe hier. Also wir müssen jetzt noch gehen von 2 nach 3, wird da vorgeschlagen. Von 3 nach 4, um es mit dem anderen zu verketten. Und dann von 4
wieder nach 2. Okay. Also von 2 nach 3. Wir wissen, die Dimension von E Lambda I ist gleich mu I. Für I gleich 1 bis N. Und zu zeigen ist, der ganze K hoch N ist die direkte Summe E Lambda 1 plus 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 mit den ganzen Eigenräumen. K viele. Da müssen wir jetzt vielleicht noch mal wiederholen, wie das mit der direkten Summe war. Sie werden sich sicher erinnern, wie das mit der direkten Summe von zwei Vektorräumen war. Also wir hatten gesagt, V ist gleich U direkte Summe mit W. Das bedeutet, dass es überhaupt einmal die Summe ist und dass der Schnitt leer ist. Also nur die Null enthält, die er enthalten muss, aber sonst nichts. Das hatten wir oft in Beispielen und da dürften Sie vertraut mit sein. Wir haben aber nicht so oft gehabt die direkte Summe von mehreren Unterräumen. Und deshalb hier zur Wiederholung, wie war das definiert? Also zur Erinnerung. Also sagen wir, V ist gleich U1, direkte Summe mit UK. Das bedeutet auch wieder, dass, was man ja will bei der direkten Summe, ist, dass ich jedes Element von V eindeutig schreiben kann als die Summe von einem Element von U und einem Element von W. Und das will man hier dann auch. Das ist irgendwie das, was die Direktheit ausmacht. Und deshalb brauchen wir dann auch wieder zuerst, das ist noch klar, dass das überhaupt die Summe ist. Und jetzt die Frage ist, was entspricht dem hier? Und was dem entspricht, da könnten wir jetzt verschiedene Vermutungen anstellen, zum Beispiel, dass die paarweise leeren Schnitt haben müssen oder so, ist alles falsch. Was man hier wirklich braucht, ist, dass jedes UI einen leeren Schnitt hat mit der Summe von allen anderen. U1 plus, plus UI minus 1 plus UI plus 1 plus 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 UK, das ist gleich 0. Okay. Ja. So ist das einfach mal definiert und hier ist behauptet, dass das stimmt. Okay. Okay. So, also jetzt würde man vielleicht zuerst versuchen, das hier zu beweisen. Das brauchen wir aber nicht, weil wir könnten, es ist einfacher, das zweite zunächst zu beweisen. Wenn man das zweite nämlich hat, dann ergibt sich das erste aus Dimensionsgründen automatisch. Also wir zeigen das zweite. Zweite Bedingung. Und zwar, ja, dann nehmen wir also ein sei also V in so einem E Lambda I und zugleich auch in E Lambda 1 plus 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 E Lambda I minus 1 plus E Lambda I plus 1 plus 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 E Lambda K. Ja, wissen Sie was, machen wir da einen Cliffhanger. Ich mag nicht wieder überziehen und ich brauche jetzt doch mehr als 2 oder 3 Minuten. Wir setzen an der Stelle mit dem nächsten Video wieder ein. Bis hierher, danke fürs Zuhören.